von Tini Schröder. Und hat aber Glück, dass der Ball vom Pfosten dann wieder bei Römer Schwerin landet. Ah, jetzt läuft die Zeit langsam für Schwerin. Ein sicheres Tor, denke ich mal. Und dann können wir zumindest sagen, wir haben es geschafft. Wie oder mit welchem Abstand das endet, bleibt abzuwarten. Aber ich denke mal. Ja, aber wieder der technische Fehler und jetzt. Oh! Und das habe ich andersrum gesehen. Das sehe ich genauso. Das Schlagen, das. Nein, nein, Schiedsrichter. Ganz ehrlich nicht, das ist eine absolute Fehlentscheidung. Die Spielerin steht sicher vor der Johannesson. Und das ist die dritte, zweite Minutenstrafe gegen Kerstin Völkel. Und Johannesson hakt sie ein, schlägt um sich, reißt sie mit runter. Ist eine ganz dumme Situation für Kerstin Völkel, aber vom Schiedsrichter her hätte man das anders erkennen müssen. Ja, wir hatten da sehr, sehr gute Sicht drauf. Ja, dadurch wird es natürlich aber jetzt nochmal richtig spannend. Wir haben noch 2 Minuten. Für Kerkel wäre das Spiel eh beendet gewesen, weil es sind nur noch keine 2 Minuten mehr. Muss nochmal gewischt werden. Und jetzt Unterzahl für Grün-Weiß-Sparin. Und jetzt müssen alle Kräfte mobilisieren. Weil auffüllen tun die heute nicht mehr. Nein, sicherlich nicht. Und es gibt auch dort sicherlich technisch-taktische Mittel. Auf Mecklenburg jetzt, wie gesagt, mit 6 Mann, 6 Frauen natürlich, gegen 5 Schwerinerinnen. Hoffen wir mal, dass die Mädels das jetzt irgendwie über die Zeit geschaukelt bekommen. Ja. Jetzt hat auch Mecklenburg natürlich aber die Möglichkeit, hier nochmal etwas ruhiger das auszuspielen, die Möglichkeiten zu nutzen, um hier ranzukommen. Und der Kreisanspiel auf Jana Mahlen, 32-31 und jetzt wird es hier richtig interessant. 1 Minute 15 noch. Wendy Künzel bekommt da Jana Mahlen an den Kopf, ungünstig. Währenddessen sehen wir hier, dass Katrin Feld wieder steht und auch kein Eis mehr braucht scheinbar. Eine kräftige Beule vorne an der Stirn. Scheint auch noch ein bisschen benommen zu sein. Jetzt aber kommen wir noch aufs Spiel, es ist noch 1 Minute zu spielen hier. Und Künzel verliert da fast den Ball. Aktive Warnzeichen. Die haben eben schon kurz Kontakt miteinander aufgenommen, wird wahrscheinlich wirklich gleich das Zeitspielzeichen kommen. Ja, noch zögern sie. Jetzt kommt es, jetzt muss eine Entscheidung gefällt werden, muss was entscheiden. Und Julia Kluth sucht diese Entscheidung und sie kriegen nochmal den Freiwurf zum Stellen und die Auszeit genommen von Grünberg-Schwerin. Ganz clever, ganz wichtige Phase, jetzt 30 Sekunden vor Schluss, jetzt die Auszeit zu nehmen. Schwerin hatte kein Mittel mehr. Zeitspiel war angezeigt. Jetzt ist das Zeitspiel aufgehoben, sobald das Spiel weitergeht. Nochmal ganz kurz, 30 Sekunden Zeit für die Schweriner Trainer. Wie gesagt, dass der Schweriner Trainer noch mal ganz kurz seine Mädels einsperren kann auf die letzten 30 Sekunden. Keinen unnötigen Ballverlust, schon gar nicht jetzt in eine Situation kommen, wo doch Mecklenburg noch mal die Möglichkeit erhält, irgendwie zum Torerfolg zu kommen. Ja, aber passives Spiel angezeigt. Aber es ist aufgehoben. Und der Ballverlust und Glück für Grünwald-Schwerin.
Und Künzel lässt sich ja festmachen und ist wieder passives Spiel angezeigt. Also nach der Sensation im Pokal, wo uns dann die Borussen demnächst erwarten, gegen Grüber-Schwerin, haben wir jetzt die Spannung bis zur letzten Sekunde im Derby. Und Antje Thormann, Tor! Aber mit dem Wurf hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. 33-31 für Grüber-Schwerin. Johansson, 33-32, aber das wird sie. Das nutzt Anne Pöschel, spielt den Ball langsam raus und hier ist zu Ende. 33-32 für Grün-Weiß-Schwerin. Ein spannendes, ein packendes Derby. Mit allem Nebengeräusch, die man so haben kann. Spannung bis zum Schluss. Und am Ende einem glücklichen Sieger, Grün-Weiß-Schwerin. Ja, ein Unentschieden wäre sicherlich auch gerecht gewesen. Aber wie gesagt, was ich auch schon im Laufe des Spiels gesagt habe, die Schiedsrichter hatten heute einige Probleme mit beiden Mannschaften. Daher sicherlich ein glücklicher Erfolg für Schwerin. Und natürlich aber auch schade für Dorf Mecklenburg, haben stark gekämpft und haben immer wieder gezeigt, dass sie ohne weiteres auch in der Lage sind, bei den Schwerinerinnen mitzuspielen, mitzuhalten. Ja, 33-32 endet das emotionale, spannende Mecklenburg-Derby zwischen Grün-Weiß-Schwerin und dem Mecklenburger SV. Ich habe mir bei mir jetzt nur beide Trainer, Andreas Bartlau auf der einen für Grün-Weiß-Schwerin und den Herrn Dominat. Dominat. Vielen Dank, dass Sie uns zur Verfügung stehen nach diesem emotionalen, spannenden Derby jetzt zum Interview. Kurze Einschätzung von Ihnen, was hat heute gefehlt, dass es nicht ganz gereicht hat hier heute in Schwerin für den Mecklenburger SV? Dass wir gewinnen, weiß ich nicht. Also das wäre eine gute Beigabe gewesen, aber kann ich nicht sagen, was gefehlt hat. Vielleicht gute Schiedsrichter. Also Sie sind sehr zufrieden mit der Leistung Ihrer Mannschaft? Ja. Ja, das hört man auch selten, wenn ich mich auf die Seite. Wie zufrieden bist du mit dem Spiel deiner Mannschaft? Also ich kann nicht sagen, dass ich zufrieden bin. Wir müssen da mehrere Punkte berücksichtigen. Es ist so, dass der Druck ganz klar auf unserer Seite war und wir haben ja schon ein Spiel verloren gegen Frankfurt und zu Hause ist es ganz klar, dass wir da gewinnen wollen und jetzt kam noch diese Spielpause von 14 Tagen und es hat uns wahrscheinlich nicht ganz so in den Kram gepasst. Also wir sind wirklich mit unserer Leistung, so wie wir es hier heute abgeliefert haben, nicht zufrieden und wir haben nicht den Handball gespielt, den wir sonst hier spielen. Möchten wir mal aufs Spiel kommen? Man hat es noch gesehen, es sind alle aufrecht aus der Halle gegangen. Trotzdem wollen wir nochmal nachfragen, den Spielerinnen, insbesondere der Katrin Held. Wie geht's ihr? Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Okay, aber wir haben nur gesehen, aber ansonsten... Rausgegangen. Ja, das hat uns gefreut, das zu sehen, weil sie doch lange behandelt werden musste. Ja, mal auf der Seite weiter. Man hat ein bisschen gehadert mit den Torschancen mit Jule Kluth, dass es beim Werfen nicht so funktioniert hat, das Selbstvertrauen vielleicht auch ein bisschen gefehlt hat. Marie Kinscher miss 100% mit 3 Fehlwürfen. Was war, hat das Selbstvertrauen gefehlt? War man nervös von dieser Mannschaft?
Ja, natürlich ist man vor einem Derby nervös und gerade wenn man jetzt hier zu Hause spielt, habe ich ja vorhin schon gesagt, der Druck lag bei uns und man muss jetzt einfach mal auch eine schützende Hand darüber halten, über die Spielerin. Eine Marie Kinscher kann nicht immer 100% machen, also 12-12, wenn man sie daran misst, das ist nicht fair und das ist auch nicht in Ordnung. Und wie bei Jule Kluth muss man auch ganz klar sagen, die ist jetzt von Saisonbeginn an seit September bei uns und war ein Jahr lang in Australien und das fehlt da als ein oder andere noch. Aber ich habe sie ja trotzdem mein Vertrauen und sie wird uns in dieser Saison definitiv weiterhelfen. Mhm. Weiterhelfen in der Saison, wie geht es weiter für den Mecklenburger SV? Wo geht es jetzt hin? Wir haben jetzt ein Heimspiel gegen TSC nächste Woche. Gegen TSC Berlin. Und was ist grundsätzlich so die Zielsetzung? Man ist ja Aufsteiger, man ist sehr gut in die Saison gekommen. Man hat schon 3 Siege auf der Habenseite. Kann man das vorgehen, dass man auch im oberen Teil mitspielen möchte oder ist das gute Basis für den Abstiegskampf? Ich habe immer gesagt, wir haben jetzt sind mit 6-0 Punkten gestartet. Wir haben 6 Punkte gegen den Abstieg. Ja, das ist klar. Auf der anderen Seite 6-2. Man hatte in Schwerin immer, wollte eher oben anklopfen, oben bleiben. Man kommt ja von oben aus der ehemaligen Regionalliga. Kann man dieses Ziel denn auch halten? Man hat jetzt mit Jennifer Kriegsmann eine neue Spielerin hochgeholt aus der B-Jugend. Das ist ja das Konzept hier in Schwerin mit der Jugend anklopfen. Kann man das erreichen mit der dünnen Truppe? Also zunächst erstmal ist es ganz klar, dass wir ja auch irgendwo die Gejagten sind und jeder ist bei uns doppelt so motiviert, gegen uns zu spielen, weil wir eben der Absteiger sind. Es müssen die Damen halt auch noch realisieren, dass sie sich auch in dieser unterklassigen Liga jedes Spiel neu motivieren müssen. Das ist schwer und das ist ein Lernprozess und da sind sie noch beim Durchführen dieses Lernprozesses und ich hoffe, das wird seine Früchte tragen. Gerade solche Spiele sind ganz, ganz wichtig und da geht man mit den richtigen Schlüssen raus. Ich hoffe es zumindest. Was Jennifer Kriegsmann betrifft und was eine Steffi Dubel betrifft, das sind eben Perspektivspielerinnen und sie haben in ihren Altersklassen gezeigt, dass sie das Zeug dazu haben, aber im Frauenbereich fehlt eben noch das ein oder andere Quäntchen und wenn sie jetzt zum Training kommen und wir sie sukzessiv einarbeiten in die Mannschaft, dann wird das positiv sein. Nun haben wir nach dem Erfolg gegen Nordharreslee im DAB-Pokal, jetzt nach dem Derby, hier einige Zuschauer mobilisieren können. Jetzt steht weit Ferne zwar noch, aber das große Ziel gegen Borussia Dortmund, das Spiel, an. Wie sehr freut man sich da jetzt schon drauf? Wissen Sie, eigentlich freue ich mich darauf überhaupt nicht, weil genau das ist nämlich der Fehler. Alle fokussieren dieses Spiel des Jahres. Wir müssen unsere Aufgaben hier ganz klar in der Liga erfüllen und das ist einfach nur Beiwerk, dieser DAB-Pokal. Sicherlich haben wir da den einen oder anderen Schritt gemacht, aber wichtiger ist einfach, dass wir hier in der Liga bestehen und man hat heute gesehen, dass wir eben doch an ein oder anderen Belangen etwas zu zaghaft sind und nicht konsequent unser Spiel durchsetzen können, wie wir es eigentlich gewohnt sind. Ja, dann bedanke ich mich bei beiden Trainern für das Interview, wünsche dem Mecklenburger SV viel Glück für die nächsten Spiele, für die weitere Saison im Abstiegskampf dann und natürlich auch für Grünwald-Schwerin, wenn wir uns dann hier wiedersehen zum nächsten Heimspiel des SV Grünwald-Schwerin und wir sehen uns wieder bei der nächsten Sendung von Sport in Schwerin.